Hast du heute trainiert? Ja, ich komme gerade aus dem Fitnessstudio. Bereit? Die wenigsten Jungen wollen das zugeben, aber jeder hätte gern mehr Muskeln. Die Mädels mögen das. Ich muss nur die Seiten kürzer gemacht haben. Wenn ich kein Bodybuilding machen würde, wäre ich wahrscheinlich übergewichtig. Eher ein pummeliger Typ. Aber wenn alles so läuft, wie ich es will, werde ich hoffentlich ein richtiger Superstar. Bei den nationalen Bodybuilding-Meisterschaften der USA präsentieren sich mehr als 200 Teilnehmer der Jury. Die größten Zuwächse verzeichnet dabei vor allem der Jugendwettbewerb. Dieser Film erzählt die Geschichte von drei Jungen, die vom Bodybuilding besessen sind. Er zeigt das harte Leben der Jungs bis zum wichtigsten Wettbewerb ihrer Karriere und in ihrer Familie. Mein Gott, sei still, du nervst mich. Ich könnte auch mit der Wand reden. Ich glaube, mehr Muskeln würden mir gut stehen. Ich meine, dass ich den Körperbau dafür habe. Ich will mehr Muskeln. Etwas mehr hier, dass es sich hervorwölbt. Größere Halsmuskeln. Und natürlich größere Bizeps. Ich bin erst 19, obwohl, das ist alles schon ziemlich gut. Ich muss mehr für meine Brust tun. Und an meinen Beinen arbeiten. Ich wollte immer starke Beine. Ich liebe das, was ich mache, weil ich damit etwas für mich tue. Wenn alles so läuft, wie ich es will, dann werde ich hoffentlich ein richtiger Superstar. I'll be a big superstar, hopefully. Hey, Essen. All right. Vor einem Wettbewerb halten Bodybuilder eine strenge Diät. Sie wollen jegliches Körperfett verlieren, gleichzeitig aber die Form und Größe ihrer Muskeln bewahren. Jason versucht, Fett und Kohlenhydrate zu vermeiden. Er will nicht essen, was die Familie isst. Cod? Das Ding könnte Kiemen entwickeln. Die extrem fettarme Diät liefert kaum Energie. Das wirkt sich auf die Stimmung aus. Das ist eine gute Pizza. Tut mir leid, Jason. Willst du das Stück? Ja. Quält es dich, wenn sie Pizza essen und du nur etwas Kabeljau? Ja, besonders weil jemand laut kaut. Wer soll das sein? Ich? Er ist's. Meine Familie versteht überhaupt nicht, was ich durchmache mit der Diät und dem Training. Die harte Arbeit und die Zeit, die man jeden Tag investiert, belasten besonders die persönlichen Beziehungen. Aber ich habe eine liebe Freundin, die zu mir hält und mich aufbaut. Wir reden immer zu übers Heiraten und über Babys. Wir sind zwar jung, aber es tut gut, darüber zu sprechen. Und wir suchen einen Namen für ein Baby. Ich weiß nicht warum, aber es macht uns einfach Spaß, darüber zu reden. Es gefällt uns. Ich denke aber, wir werden uns damit noch viel Zeit lassen. Ich bin mit ihm zusammen und ich schaue mich nicht woanders um. Ich bin glücklich, so wie es ist. Mein Gott, sei bitte still. Du nervst mich. Jason? Was? Ich höre. Der 19 Jahre alte Jason Croce hat in den letzten 12 Monaten 3 Wettbewerbe gewonnen und ist jetzt Jugendmeister von Florida. Jason, isst du das nicht? Real food?
Wir versuchen es ja zu verstehen. Du verstehst gar nichts. Du glaubst, dass du es verstehst. Beim Bodybuilding geht es um mehr als nur um die Zubereitung von ein paar Mahlzeiten. Von der mentalen Seite hast du absolut keine Ahnung. Wir bekommen nicht so viel voneinander mit. Aber auch wenn wir wenig erfahren, sehen wir, dass er sehr entschlossen sein muss. Wir wissen nichts, nur was wir beobachten und das bisschen, was er uns erzählt. Er setzt sich nie mit uns hin und erklärt es uns. Das wäre Zeitverschwendung, weil ihr es 5 Minuten später vergessen hättet oder es euch egal wäre. Es gibt also keinen Grund, dass ihr es wissen müsst. Ich denke, dass alle Bodybuilder nicht genug Nahrung aufnehmen. Meiner Meinung nach kommt da kein Sauerstoff mehr ins Gehirn. Mein Gott! Sei still, bitte! Die meisten Leute sind damit groß geworden, dass man Obst und Gemüse isst. Aber bei dem, was Jason isst, sehe ich niemals Gemüse, niemals Obst. Das ist nicht normal. Nein, es ist nicht normal. Das macht für dich auch den Reiz aus. Ja, davon fühle ich mich angezogen. Es ist die Schockwirkung, denke ich manchmal, das gefällt mir. Die Tatsache, dass es mich von 99% der anderen Leute unterscheidet. Das gefällt mir. Jetzt warte ich, dass sich John blicken lässt. Er bereitet mich für eine Show vor, was Ernährung, Training, Ausdauertraining und das Posen angeht. Er hilft mir, mich zu kontrollieren und vernünftig zu bleiben. Wenn ich den Ernährungsplan zusammenstelle, den Nahrungsergänzungsplan, den Trainingsplan, ist das so, als ob man zum Arzt geht. Ich gebe Jason ein Rezept. Was er damit macht, ist seine Sache. Ich will nicht sein Einpeitscher sein. John Schoolcraft ist Ernährungsberater. Er betreut mehr als 500 Klienten und hat einen der erfolgreichsten Bodybuilder Amerikas an die Spitze geführt. Wenn man als Athlet zur Elite zählen will, muss einen niemand antreiben, das Notwendige zu tun. Bin ich deshalb hart? Habe ich hohe Erwartungen? Ja. Brülle ich sie an, wenn sie nichts tun? Nein, ich lasse sie fallen und arbeite nicht mehr mit ihnen. Er hat alles Potenzial der Welt. Es hängt nur davon ab, was er daraus machen will. Damit fangen wir an. Er ist ein genetisch begnadeter Teenager. Rein genetisch hat er die besten Voraussetzungen von allen, mit denen ich je gearbeitet habe, ob Teenager oder Erwachsener. John glaubt, mit Jason einen neuen Star entdeckt zu haben. Wie geht's, Junior? Gut. Wenn ihnen niemand hilft, ist es russisches Roulette für diese Athleten. Besser. Krempel sie auf.